Hi, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich höre mich ein bisschen krächzig an. Meine Stimme ist irgendwie seit 2 Tagen ja, sehr belegt. Ich habe auch ziemlich Husten, aber ansonsten geht es mir ganz gut, nur dass meine Stimme halt so komisch klingt. Es ist jetzt 5:45. Mein Mann ist gerade auf dem Weg nach Hause. Es ist Samstag heute. Er musste noch arbeiten heute und wir wollen aber gleich ausgehen. Und in der Viertelstunde kommt die Oma auch hierher, dass sie dann auf Finn aufpassen kann. Wir machen es immer so, dass sie nach zu uns kommt. Wir sind ja doch nicht so spät zu Hause nachher, deswegen ist es immer besser, wenn die Oma nach hierher kommt und dann kann Finn nämlich in seinem Bett schlafen. Dann sind wir hinterher auch wieder da. Also ich glaube, dass wir so um 10 Uhr oder so was spätestens wieder zurück sein werden. Wir wollen einfach nur mal nach Antwerpen rein und Abendessen. Zu zweit, mein Mann und ich, einfach mal ein bisschen so Pärchenzeit genießen. Wirklich nur so Mann- und Frauzeit. Das machen wir ja eigentlich nicht so regelmäßig, aber ab und zu mal. Und das tut immer ganz gut, wenn man sich wirklich Zeit für sich selber nimmt. Und ich muss mich noch fertig machen. Ich bin nämlich hier noch komplett im Flodder-Look. Deswegen wollte ich mich mal erstmal im Gesicht ein bisschen fertig machen und dann mir noch meine Haare nochmal machen. Denn ich habe immer noch meine Schlafhaare vom letzten... Von letzter Nacht. Ich habe mich heute gar nicht fertig gemacht weiter, aber ich wollte euch ein bisschen mitnehmen, wie ich mich so fertig mache. Genau, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Ich werde mich so ein bisschen schminken, nicht zu stark, weil ich das nicht mag und mein Mann auch nicht, aber so ein bisschen die Augenringe verstecken oder abdecken und ein bisschen ebenmäßigeren Teint machen. Und dann nehme ich immer ganz gerne hier dieses Fresh It Up, den Primer von Catrice. Und den finde ich richtig toll, weil der richtig gut für trockene Haut auch geeignet ist. Der hat nicht so einen Silikonfilm oder ja, nicht so eine Silikonschicht auf der Haut wie manche Primer, sondern der ist wirklich sehr schön erfrischend, aber wirkt also richtig gut, also hält auch wirklich, was er verspricht. Der lässt mein Make-up immer sehr, sehr lange halten. Und dann nehme ich, wie schon seit Jahren, jetzt eigentlich so die Catrice HD Liquid Radiance Foundation. Das ist wirklich sehr dünnflüssig und da brauche ich auch überhaupt gar nicht viel von. Wirklich hier nur so 2 Tropfen auf jeder Seite. Huch, jetzt habe ich hier nicht geguckt. Es ist irgendein Tropfen nach unten auf den Boden gefallen. Muss ich gleich mal sauber machen. Und dann benutze ich super gerne so einen großen Pinsel. Und zwar so ein, wie heißen die denn? Die haben irgendwie einen bestimmten Namen. Und dann verteile ich mir das einfach, das Ganze, so mit dem Pinsel. Und es geht super schnell. Das muss ich aber im Spiegel gucken, deswegen gucke ich jetzt mal dahin und nicht in die Kamera. Da sehe ich es nämlich nicht so ganz gut. Genau. Ich gehe hinterher noch so ab und zu mal so ein bisschen mit der Hand drüber über ein paar Stellen, um das wirklich streifenfrei hinzubekommen. Aber Finn ist übrigens hier bei mir mit im Badezimmer und er spielt hier neben mir her. Genau. Da nehme ich auch, was ich schon seit Jahren verwende, ist dieser Catrice Liquid Camouflage Concealer in der Farbe 010 Porcelain. Den finde ich wirklich richtig gut und der ist auch richtig stark deckend und hält auch sehr, sehr gut. Und da decke ich nur meine Augenringe mit ab nochmal extra. Und benutze dafür einen Pinsel von Real Techniques Pinsel, genau. Dann verteile ich mir den Concealer erstmal so im Dreieck unter meinem Auge. Das liftet das Ganze nämlich noch mehr, als wenn man es nur unter dem Auge macht. Was ich auf alle Fälle brauche, weil ich auch so Tränensäcke habe halt. Und wenn ich es dann nur unter meinem Auge mache, sieht das immer so ein bisschen komisch aus. Und deswegen mache ich das immer hier. Also so ein Dreieck halt habe ich mal auch von einer Make-up-Artistin auf YouTube gelernt, den Trick. Genau, und die letzten bisschen verteile ich hier so in meiner T-Zone. Dann habe ich ein neues Puder jetzt mal mitgenommen. Mein anderes war nämlich fast alle. Und jetzt habe ich das auch von Catrice. Ich mag die Marke total gerne, weil die einfach günstig ist, aber auch von der Qualität her richtig gut ist. Diese Glow Illusion Loose Powder Puder. Genau. Das ist halt so ein bisschen getönt, sieht man aber gar nicht. Auch nur, dass er so ein bisschen bedeckt ist. Und gehe damit auch so einen Puderpinsel von Real Techniques rein, dass der gut bedeckt ist und gebe das über mein Gesicht so drüber. Und ich muss sagen, dass ich das Puder richtig gut finde, weil das macht nicht so einen cakey Finish. Also es verklumpt nicht so, sondern ist wirklich schön leicht, aber gibt halt nochmal so ein bisschen Glow. Und das mag ich sehr gerne. Was ich immer noch mache, ist so ein bisschen Puder
auf meinen Finger nehmen und dann so direkt unter das Auge, weil ich da vom Concealer und so halt sonst immer sehr crease. Meine Mascara dann auch immer so unten unterm Auge klebt, weil ich so lange Wimpern habe und wenn das dann so auf so ein bisschen ölige Concealer oder Creme noch drauf kommt von meiner Haut, dann habe ich da immer solche Flecken und ja, das mag ich nicht, deswegen immer noch so ein bisschen Puder extra da und dann nochmal ein bisschen verteilen mit dem Pinsel. Und das war auch schon zu meiner Grundierung. Dann nehme ich auch eigentlich wie täglich diesen Butter Bronzer, also täglich, wenn ich mich schminke, diesen Butter Bronzer von Physicians Formula. Und der ist nicht so stark, aber doch so ein bisschen Farbe gibt er ab. Und da kommt mein Mann, glaube ich, gerade nach oben. So, mein Mann ist hier, aber ich mache mal kurz weiter. Ich nehme jetzt einfach nur mal ein ganz bisschen von dem The Balm Hot Mama Lush. Ganz ein bisschen. Der hat nämlich auch so ein bisschen Schimmer drin. Also da spart man sich den Highlighter. Genau. Ich habe zwar relativ starke Augenbrauen, aber ich mag das nicht, wenn es hier hinten so lückig ist. Deswegen nehme ich auch von Catrice den Eyebrow Pencil in der Farbe Medium und fülle mir einfach nur mal so hinten so ein bisschen die Lücken aus. Und dann, ich habe heute Morgen zwar schon ein bisschen Mascara aufgetragen, aber ich mache es einfach nochmal ein bisschen nach, einfach ein bisschen aufzufrischen. Und dann bin ich mit meinem Make-up auch schon fertig und dann können wir gleich an den Haaren beginnen. Tada, da habe ich mich schon mal umgezogen, während mein Mann sie auch ein bisschen fertig gemacht hat. Was ich jetzt nochmal machen werde, ist eine Fixing Spray benutzen. Und zwar einfach das von Essence, das Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Ich finde das eigentlich sehr gut, weil das relativ fein Mist macht. Es Sprühnebel macht. Ihr müsst es nur weit genug von eurem Gesicht halten. Das nimmt so ein bisschen den pudrigen Effekt weg und verschmilzt das Make-up noch ein bisschen mehr mit eurer Haut und lässt es natürlicher ausschauen. Lippenstift werde ich gleich nachher im Auto drauf machen. Der ist in meiner Handtasche. Insofern, ja, weil ich möchte Finn gleich nochmal küssen zum Abschieden, damit ich nicht, dass er einen Lippenstift hat. Ich werde mich jetzt um meine Haare kümmern. So schauen sie jetzt nämlich aus. Ich war gestern Abend, hatte ich eine Feier von der Arbeit aus. Da habe ich mir meine Haare nämlich auch schon mal gestylt. Und zwar habe ich ein neues Glätteisen zugeschickt bekommen von der Firma Irresistible Me. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte da vor ein paar Monaten schon mal den Lockenstab zugeschickt bekommen zum Testen und fand den wirklich sehr gut. Und jetzt haben sie mich gefragt, ob ich nicht das neue Glätteisen mal ausprobieren möchte, was wirklich sehr gute Qualität haben soll. Und zwar so mit einer Schiene, sagen sie, so von den GHD-Glätteisen. Wer sich dabei auskennt, so ein bisschen mit den Hair-Tools, der weiß, dass das wirklich so die Top-Marke überhaupt ist. Und da habe ich gesagt, so ja, klar, probiere ich sehr gerne aus. Ich habe jetzt zwar schon ein Glätteisen, aber damit bin ich nicht so zufrieden, beziehungsweise es geht. Aber dann habe ich gestern das ausprobiert und zwar ist das Irresistible Me Diamond Glätteisen und weiß jetzt, was der Unterschied zwischen einem guten Glätteisen ist und so einem sehr guten Glätteisen. Also das ist wirklich, also da war ich wirklich gestern sehr, sehr, sehr überrascht von. Die Haare gleiten so butterweich und so schnell und ohne Probleme dadurch. Was ihr beachten müsst, wenn ihr das kauft, das ist ein amerikanisches Glätteisen von einer amerikanischen Firma, deswegen hat es einen amerikanischen Stecker. Aber für einen Euro gibt es überall solche Adapter. Ich habe jetzt so einen hier und dann habt ihr halt den europäischen Anschluss damit bei. Also das wollte ich nochmal kurz dazu sagen, das habe ich letztes Mal nämlich vergessen zu erwähnen. Aber die Adapter gibt es ja mittlerweile überall, die sind auch wirklich überhaupt gar nicht teuer. So, ich habe es auf 220 Grad eingestellt, das geht so, so, so schnell. Ihr seht auch, wie das hier die Temperatur ansteigt. Also es geht wirklich innerhalb von einer Minute und dann habt ihr euer Glätteisen bereit. Und das war gestern halt auch super, super schnell und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, deswegen muss ich mich jetzt beeilen. Einfach nochmal so schnell rübergehen, dass die Haare schön glatt sind und nicht so wellig oder verknautscht halt noch von dem Zopf von heute Nacht und gestern. Also jetzt ist es schon aufgewärmt und kann ich nochmal schnell überall rübergehen und das gleitet wirklich so. Also ich dachte, mein anderes Glätteisen wäre schon gut, aber das ist wirklich noch ein ganzes Stück anders hier. Da ich nicht täglich oder sogar wöchentlich keine Hitze an meinen Haaren verwende, habe ich jetzt auch überhaupt gar keinen Hitzeschutz reingetan. Das solltet ihr vielleicht machen, aber ja, ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich es halt wirklich nicht so häufig mache und meine Haare
da relativ gut gegen an können. Ich verlinke euch natürlich wie immer alles in der Infobox. Ihr bekommt mit meinem Coupon-Code, ich blende ihn hier unten mal ein, ich habe ihn jetzt vergessen, einen guten Rabatt. Schaut einfach mal auf der Webseite vorbei. Manchmal haben sie da extra Sales und dann sind die Sales größer als mein Rabattcode mit für euch geben würde. Deswegen kann es sein, dass der dann nicht funktioniert, weil immer der größte Rabatt zählt. Aber wenn ja, die normalen Preise sozusagen da sind auf der Webseite, dann könnt ihr auf alle Fälle mit meinem Code gut Geld sparen. Und ja, ich bin wirklich sehr überzeugt von den beiden Produkten, die ich jetzt ausgetestet habe. Deswegen habe ich auch ja zu einer erneuten Kooperation gesagt mit der Firma. Wie gesagt, wenn ich nicht überzeugt wäre, würde ich euch das wirklich ehrlich sagen. So, das war es jetzt auch schon. Ich weiß nicht, wie es von hinten jetzt ausschaut. Ich glaube aber auch ziemlich gut. So ist jetzt das fertige Ergebnis. Und ich bin heute am Überlegen, ob ich sie wirklich ganz offen lassen soll. Vielleicht mache ich das einfach mal. Normalerweise mache ich mir nämlich die Haare immer so, zumindest so nach hinten. Aber vielleicht lasse ich jetzt mal wirklich komplett offen. Einfach, weil ich es sonst nie mache. Und Björn mag das ziemlich gerne, wenn ich es einfach so auflasse. Also mein Mann. Deswegen glaube ich, lasse ich es hier einfach mal komplett offen. Und ja, dann bin ich auch schon fertig gestylt und ich freue mich jetzt auf ein leckeres Abendessen. Wir werden wieder mit dem Boot nach Antwerpen reinfahren. Es gibt nämlich so ein Wasserboot hier bei uns und ein bisschen Pärchenzeit genießen heute Abend. Also wie gesagt, spät wird es nicht, aber wir werden mal schauen. Vielleicht kann ich euch so ein bisschen heute Abend mitnehmen. Ich muss mal gucken, wie viel ich da filmen kann und auch möchte. Natürlich wollen wir auch wirklich Zeit für uns genießen. Ich mache es mal aus, das ist ein Paketeisen. Aber genau, soweit dazu. Jetzt muss ich schnell nach unten. Und ja, dann sehen wir uns später nochmal. Wir gehen chinesisch essen, haben wir uns jetzt entschieden auf dem Boot. Ich hoffe, ihr hört mich. Björn hat ein Restaurant rausgesucht und das versuchen wir jetzt mal gleich zu finden. Genau, kommt mal mit uns. Ja? Das sind unsere Vorgerichte. Das Boot, bis es wieder zurückkommt. Es sollte in 10 Uhr hier sein und dann fahren wir zurück. Es ist nämlich gleich 9:30 Uhr. Das heißt, also wir sind so um 10 Uhr zu Hause, was sehr gut passt. Ich weiß nicht genau, ob Finch versteht, weil er heute keinen Mittagsschlaf gemacht hat. Beziehungsweise hat er geschlafen, aber erst 3:45 bis 4:45, also sehr spät, weil er seinen eigentlichen Mittagsschlaf verweigert hat. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt. Ich habe gerade meine Schwiegermutter geschrieben, ob Finch schon müde ist oder nicht. Ansonsten bringen wir ihn halt einfach zu Bett, wenn wir dann da sind. Weil gestern war es auch so um 10 Uhr und die Tage davor schläft er auch erst immer um 10 Uhr ein. Das ist relativ spät, aber ja. Wir haben lecker peruanisch gegessen. Also es war echt sehr, sehr lecker.
aber auch sehr, sehr teuer. Wir haben über 100 Euro bezahlt. Ja, Antwerpen ist ja sowieso sehr teuer, was das angeht, aber da waren wir selber ein bisschen überrascht, dass es so teuer wäre. Aber ja, wir hatten einen schönen Abend. Jetzt werden wir noch das Boot zurücknehmen und dann freuen wir uns beide auf unser Bett und unseren Sci-Fi finden. Genau. Zu Hause und wer ist noch nicht am Schlafen? Dieser kleine Mann. Es ist gleich 10:30. Wir bringen gleich zu Bett, aber ja, er muss noch eine Flasche bekommen gleich. Das ist unser Abendrituell. Der Papa gibt eine Flasche und dann gehe ich mit ihm nach oben und stille ihn dann nochmal im Bett. Genau, dann haben wir so eingebürgert in letzter Zeit. Es war ein sehr schöner Abend. Wir sind aber auch beide sehr müde. Ich hoffe, alle drei, nicht nur beide, sondern alle drei, dass es auch gleich schön mit uns schlafen geht und dann gut durchschläft wieder die Nacht. Ich würde sagen, ich verabschiede mich damit für heute von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und jetzt schmeiße ich mich in meine gemütlichen Klamotten. Gute Nacht und dann...